Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man eine Schaltung aus einem Zustandsdiagramm erhält. Das Ganze ist eine Beispielaufgabe von meiner Uni. So lautet die Aufgabe. Man soll ein Schaltwerk erstellen für diesen Automaten hier mit einer Hot-One-Kodierung, mit einer One-Hot-Kodierung der Zustände. Zunächst mal müssen wir wissen, was eine One-Hot-Kodierung ist. Das ist ganz einfach. Da wird ein bestimmter Zustand durch eine bestimmte 1 dargestellt. Also wenn wir zum Beispiel in der Binär-Kodierung sind, dann haben wir, sagen wir, das sind zwei binäre Zahlen hier. Dann hätten wir hier zum Beispiel einen Zustand und dann hätten wir hier einen zweiten Zustand und hier hätten wir einen dritten Zustand. Und wir können natürlich auch noch einen vierten machen. So, das heißt, wir haben mit 2 Bits 4 verschiedene Zustände erreicht. Bei der Hot-One-Kodierung geht das nicht. Bei der One-Hot Kodierung ist es so, wenn wir 2 Bits haben, dann ist das hier ein Zustand und das hier ist ein Zustand. Das heißt, wenn wir nachher konkret irgendwelche Flipflops oder sowas haben, die die Zustände beschreiben, wenn wir dann hier einen Flipflop hätten, dann wäre das hier einfach der Zustand 1 und dieses Flipflop steht für den Zustand 2 und dieses Flipflop steht für den Zustand 3. Also einfach, wenn das hier 1 ist, haben wir den Zustand 1 erreicht, wenn das hier 1 ist, haben wir den Zustand 1 erreicht, Entschuldigung, hier haben wir natürlich den Zustand 2 erreicht. Und wenn das hier 1 ist, haben wir den Zustand 3 erreicht. Dann sind jeweils die anderen alle 0. Also das zur kurzen Auffrischung. Was ist denn die One-Hot-Kodierung? Dann mache ich das hier alles mal wieder weg. Ich halte es für wichtig, wenn man so eine Aufgabe löst wie diese hier, dass die Denkweise, mit der man an die Aufgabe dran geht, die richtige ist. Und wenn ich mir diese Aufgabe angucke, oder dieses Diagramm hier, dann geht es für mich in erster Linie darum, wie komme ich von einem Zustand in den nächsten. Das heißt, mich interessiert gar nicht irgendwie Eingabe, Ausgabe oder sowas, sondern nur, wenn ich im Zustand 1 bin, wie komme ich in Zustand 2? Wenn ich in Zustand 2 bin, wie komme ich in Zustand 3? Und das ist die Denkweise, mit der ich an die ganze Sache drangehe. Und um das zu vereinfachen, um nachher die Schaltung zu vereinfachen, mache ich mir das so, wie das in den ganzen Büchern immer beschrieben ist, dass ich mir erstmal so diese Formel aufschreibe. Das bedeutet dann, wie komme ich denn in Zustand 1? Ich male das mal hier hin. So, der Zustand 1, dafür muss ich in Zustand 3 sein. Das heißt, wenn wir im Zustand 3 sind, dann ist es schon sehr nah am Zustand 1 dran. Aber man sieht ja hier Eingabe 0, das heißt, die Eingabe muss noch 0 sein. Das heißt, wir haben das als zusätzliche Bedingung. Das heißt, ich mache jetzt mal E für Eingabe. Das heißt, wir kommen dann in den Zustand 1, wenn wir im Zustand 3 sind, und die Eingabe ist 0. So, und genau dasselbe überlegen wir uns dann auch für 2 und 3. Jetzt bei 2 sind hier ganz schön viele Pfeile, deswegen machen wir einfach erstmal mit 3 weiter. Ich schreibe hier also erstmal Z3 hin. Okay, wann können wir in den Zustand 3 kommen? Uns interessiert jetzt auch mal gar nicht, dass diese Zustände alle irgendwelche Flipflops sind, sondern wir überlegen uns nur, wie kommen wir denn in den Zustand 3? Da gibt es nur diesen einen Pfeil hier. Diesen einen Pfeil. So, das heißt, wir müssen also im Zustand 2 sein, um in den Zustand 3 zu kommen. Und außerdem, jetzt steht hier noch die 0, muss die Eingabe auch 0 sein. So. Und damit haben wir auch geklärt, wie wir in den Zustand 3 kommen. Achtung, Zustand 3, nicht 2. So. Und jetzt gucken wir uns an, wie kommen wir denn in den Zustand 2? Das ist wohl der schwierigste von allen. So, jetzt gucken wir uns an, wie wir in den Zustand 2 kommen. Dann haben wir zum einen mal diesen einen Pfeil hier, der zu 2 führt. Das heißt, dieser Pfeil sagt uns, wenn wir im Zustand 2 sind und die Eingabe ist 1, dann sind wir wieder im Zustand 2. Und das schreiben wir einfach hier hin. So, aber wir sind ja noch nicht fertig. Hier gibt es ja noch einen zweiten Pfeil. Als nächstes schreiben wir dann wohl diesen Pfeil hier hin. So, was sagt uns dieser Pfeil? Wenn wir im Zustand 3 sind und dann eine 1 als Eingabe haben, dann kommen wir wieder zurück in Zustand 2. Schreiben wir das doch mal hin. So. So, und jetzt gucken wir uns an, wir können also entweder damit oder hier mit diesem Pfeil in den Zustand 2 kommen. Also müssen wir dazwischen natürlich ein Oder schreiben. Und sind wir jetzt fertig? Wir gucken mal nach. Nein, da gibt es noch einen anderen Pfeil, nämlich diesen hier. Okay, der ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall auch gibt es noch eine andere Möglichkeit, in diesen Zustand 2 zu kommen. Wir können hier auch schon mal die Klammer aufmachen. Okay, wie geht das? Wir kommen auf jeden Fall aus Zustand 1. Das heißt, wenn wir im Zustand 1 sind, dann können wir entweder mit der Eingabe 0 oder mit der Eingabe 1 in den Zustand 2 kommen. Und genau das können wir jetzt mal reinschreiben.
Wir brauchen also den Zustand 1 und entweder müssen wir die Eingabe 1 haben oder wir müssen die Eingabe 0 haben. So. Und damit sind unsere Bedingungen im Grunde fertig hier. Also wir, entweder haben wir diesen Pfeil oder diesen Pfeil. Wenn wir uns das jetzt aber genauer angucken, dieses 0 oder 1, dann stellen wir fest, es kann ja nur 0 oder 1 geben. Das heißt, entweder ist das hier 1 oder ist das hier 1. Das sind ja, es muss ja eins von beiden 1 sein. Und da das sowieso immer, egal wie 1 ist, können wir diese ganze Bedingung hier auch einfach weglassen. Und das bleibt auch weg. Und dann können wir diese Klammer nämlich ein bisschen hier rüber schieben. Und dann bleibt der Zustand 1. Und dann stellen wir nämlich auch fest, egal was wir machen im Zustand 1, danach kommt in jedem Fall immer der Zustand 2. So, und das ist die erste Anlaufstelle für das Denken, wie wir eigentlich von wo wie reinkommen. Und jetzt wollen wir dazu mal die Schaltung malen. Ich gehe dafür mal auf ein neues Blatt. So, jetzt auf der neuen Seite. Ich habe das mal ein bisschen aufgeräumt, so dass hier jetzt 1, 2, 3 in der richtigen Reihenfolge stehen. Und ein bisschen nach oben gerutscht, damit wir ein bisschen Platz haben. Gut, wie fangen wir denn jetzt an? Ich würde es genauso mit der Zeichnung so beginnen, wie ich es angefangen habe zu denken. Das heißt nur, wie komme ich von einem Zustand in den nächsten? Und dafür malen wir einfach mal hier unsere drei Flipflops, um jetzt, oder um unsere drei Register oder was auch immer eigentlich, um jetzt diese drei Zustände darzustellen. Wir wissen immer noch, es ist die One-Hot-Kodierung und das macht das unglaublich einfach, weil wir dann tatsächlich nur einen Flipflop für einen Zustand brauchen. Das mache ich mal gerade. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das jetzt mal, wie wir es vorher gemacht haben. Wir fangen mit dem einfachsten an. Wir brauchen übrigens auch noch eine Eingabe. Ich male die Eingabe einfach mal hier oben hin. Da ist mein Eingabestrich. Und wir wissen, hier ist noch die Ausgabe. Ich wechsle die Farbe. Hier und da und da. Aber die wollen wir jetzt erstmal nicht beachten. Also, wir machen jetzt erstmal nur, wie kommen wir von einem Zustand zum nächsten. Der Rest kommt danach. So, dann fangen wir mal an. Wie kommen wir also jetzt zum Zustand 1? Wir brauchen den Zustand 3 und ein Nicht-E. Dann machen wir einfach mal so. Hier bauen wir so ein... Wow, das war aber nicht schön gezeichnet. Ein internationales Nicht rein. So. Achso, wir brauchen 2. Wir haben ja ein Und. Das heißt, wir machen auch hier mal so ein Und-Gatter rein. Halb Englisch, halb Deutsch. Wie immer. So. Wir brauchen also... Das nicht E und wir brauchen also 3. Wie ziehen wir die denn am besten da durch? Es wird nachher auf jeden Fall ganz schön unübersichtlich. Wir ziehen sie mal hinten rum. So. Das heißt, wir kommen in den Zustand 1 rein aus Zustand 3. Und eine Nicht-Eingabe. Machen wir das mal wieder weg. So. Wie kommen wir jetzt in Zustand 3 rein? Wir haben auf jeden Fall auch wieder ein Und. Das heißt, wir können im Grunde hier schon mal ganz dumm einfach wieder ein Und davor zeichnen. Ich mache mal mit wirklich wenig Platzverlust. So. Gut, dann haben wir hier wieder die Nicht-Eingabe. Die können wir jetzt von da oben... Uah. Ich wechsle am besten mal die Farbe dafür. So, damit wir immer noch im Rot bleiben. So. Wir holen uns also... Ups, auch hier der Punkt nochmal in dem Dunkelrot. Wir holen uns also was von dem Nicht-Eingabe. Und wir holen uns was von Z2. Jetzt müssen wir Z2 da irgendwie geschickt reinfriemeln. Das wird nicht so cool sein. So. Es geht also beides da rein. Und jetzt kommt Z2. Das ist wohl das Schwierigste. Dann machen wir das erstmal wieder weg hier. Wir nehmen eine neue Farbe. So, wir wissen also, wir haben hier ein Oder und hier ein Oder. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal ein Oder davor packen. Und wir sehen schon, das wird verdammt eng. Wir müssen das mal ein bisschen umzeichnen mit dem Z2. So, ein bisschen umgezeichnet. So, jetzt haben wir hier also ein Oder. Das wird auf jeden Fall eng, trotzdem noch. Komme ich da mit einem größer gleich... die 1 sieht man so ein bisschen, also größer gleich 1, das ist ein Oder. Okay? So, hier kommen auf jeden Fall 3 Sachen ins Oder. Einmal kommt einfach nur 1, wie wir sehen, ins Oder. So. Dann kriegen wir... das ist ein bisschen schief geworden, dann passt das alles nicht mehr. Wir ziehen es mal so ein bisschen von oben schräg runter, so. Dann haben wir jetzt ein Und. Das heißt, entweder Z... So, wir machen erstmal so dieses Und. Das heißt, wir haben wenn Z2. Wir können hier schon mal das Und reinmalen. Wir malen das Und lieber weiter hier rein, damit wir mehr Platz haben. So. Also wenn wir von Z2 kommen, wir können uns hier, das kommt ja von Z2, können wir jetzt direkt abzapfen.
einmal so einen Punkt hin. Zadam! Und die Eingabe 1 ist. Das zapfen wir uns von hier oben ab. Uah, wie nehme ich es denn hier so raus? Tadam. So. Dann kommen wir in den Zustand 2. Das heißt, das können wir auch direkt mit dem Oder verbinden. Dann haben wir noch ein anderes Und hier. Zadam. Das können wir auch verbinden. Und das sagt uns, jetzt machen wir das wieder weg hier. Wenn wir im Zustand 3 sind, also kommt der Zustand 3, den zapfen wir uns mal hier unten ab. Und wenn die Eingabe 1 ist. Und die Eingabe 1, die haben wir schon von hier oben, die zapfen wir uns dann mal hier einfach weiter ab. Es gibt immer mehr Chaos. So. Und damit sind wir durch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal alles gemacht, damit wir von Zustand 1 auf Zustand 2 und Zustand 3 kommen. Also haben wir im Grunde fast den ganzen Graph fertig. Und müssen jetzt und dürfen jetzt auf keinen Fall vergessen, dass wir immer noch, ups, die Ausgabesachen haben. Die kommen jetzt. Dazu machen wir uns hier einfach mal, ich sag mal, eine Ausgabe hier rein. Das kann auch ein Register sein. Das ist ja in der Aufgabe nicht angegeben. Jetzt wissen wir, der Zustand 1 gibt uns eine 1, der Zustand 3 gibt uns eine 1 und der Zustand 2 gibt uns eine 0. Eine 0 ist standardmäßig immer drin, können wir davon ausgehen. Dann können wir einfach hier, wir wissen also, die Ausgabe wird entweder 1, wenn Z1 der Zustand ist, oder wenn Z3 der Zustand ist. Weil Z2 ist ja 0. So. Und Z1 und Z3, wir haben ja One-Hot-Kodierung, da steht sowieso immer nur eine 1 drin, wenn das der aktuelle Zustand ist. Also können wir jetzt hier einfach uns diese 1 abzapfen von der, von Zustand 1. Oder die 1 vom Zustand 3. Wir brauchen die 1 vom Zustand 2 gar nicht, weil wenn Zustand 2 1 ist, dann ist ja die Ausgabe 0, aber das interessiert uns ja nicht. So, jetzt geht das aber hier nicht mit den zwei tollen Kabeln, die wir hier so durchgezogen haben, also müssen wir die natürlich wieder wegmachen. Wäre ja zu schön gewesen. Aber es ist gar nicht so viel schwerer. Wir müssen hier einfach nur ein Oder dazu basteln. Und dann können wir uns das wieder abzapfen und dann können wir uns auch das wieder abzapfen. Ups. Und damit ist die Aufgabe auch schon erledigt. Ja, damit vielen Dank fürs Gucken.